Aus der R9 wieder. Sein 20 Big Macs sind fertig. Ich rufe den R9 mal an. Was soll denn das hier? Der R9. So. Ruf mal den R9 mal an. R9, Jung, wo bist? Dein 20 Big Macs sind fertig. Komm ran. Hast keinen Hunger. So, ich glaube schon, dass du Hunger hast, oder nicht, Jung? Hä? Komm mal rein. Ja, hast doch bestimmt Kohldampf. So, schon lange nichts mehr gegessen, Jung. Komm ran auf den Meter. Wie? Du willst zu McDonald's gehen, Jung? Ja, du kriegst doch deinen Krone und alles. Komm mal ran. Oh, okay, du kommst doch heute bei FIFA vorbei. Sagst du, in den Player Picks? Okay, gucken wir mal, Jung. Gucken wir mal, okay. Machen wir die 20 Big Macs und weil ich gnädig bin, gebe ich dir noch 2 Big Macs extra, okay? Was? Du stehst schon hinter der Tür? Also ich weiß doch, wie ich dich bekomme, R9. Damit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr lest schon, welche Icon wir gezogen haben in den Player Picks. Vielen, vielen Dank an jeden von euch, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Kuss geht raus, vielen, vielen Dank. Im Stream haben wir die geöffnet. Ihr werdet natürlich sehen, was man da rausbekommt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich sehr mal einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr in Zukunft welche habt, könnt ihr die gerne bei mir im Stream öffnen. Kriegt dafür einen Investing-Tipp oder einen aktiven Trading-Tipp, was ihr haben möchtet. Als Gegenleistung so gesehen einen kleinen Bonus, wenn ihr mir das Pack zur Verfügung stellt, wer da Bock drauf hat. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, Freunde. Ab geht's! Navarro ist eigentlich gut, aber halt da 2 Spanier zu kriegen, ist halt schon ein Arschtritt wieder, ne? Aber es geht noch schlechter, aber gönnt nochmal einen Big Boy. Komm. Komm, let's go, komm. Boah, das ist schon scheiße, Digga. Die kannst. Alter, Digga, dass die ersten 2 immerhin den kann. Die Torwart kannst du immerhin bis Ende FIFA spielen, aber. Nice. Komm. Komm, hier Sports. Nicht geiern. Nein, Chaplet steht, oder? Oh, Digga. Ich dachte kurz, Chaplet steht stehen geblieben. Ich würde 3 Cut nehmen, aber das ist auch. Das ist ja. Ich finde echt das sogar noch schlechter wie die Yashin-Auswahl. Das ist sogar wirklich noch schlechter wie die Yashin-Auswahl. Also. Digga, guck mal. Der eine bewegt sich wie eine Mülltonne. Der andere rechts kann nicht laufen. Der Raikart, okay, könnte vielleicht noch gehen. Die gönnen ihr Spots. Holt ein Big Boy raus. Von mir aus kannst du loslegen, Junge. Ich hoffe, die gönnen dir. Komm, ihr, ey. Liefert ab. Liefert ab, ihr Spots. Oh! R9 am Start. Oh mein Gott, Digga. 96 R9 am Start. Ich sag ja, wer bei mir öffnet, kriegt gegönnt. Wer hat gesagt hier, es wird hier gegönnt. Platin-Boss ist wieder Weihnachtsmann. Weihnachtsmann macht wieder den Sack auf und verteilt wieder die Geschenke. Chichi, gönnt. Komm, jetzt ein Big Boy. Ein Big Boy muss jetzt her. Komm. Oh, Ori ist nice. Ori ist nice, bin ich ehrlich. Also, ein guter Stürmer. Den kann man auf jeden Fall zocken. Der kostet auch safe was. Ja, na, 2 Millionen. 2 Millionen. Nimmt mal mit. So, Freunde, wir haben hier noch machen jetzt hier noch ein R3 Icon Pack mit dem Krexit. Schauen wir mal, Freunde, wie gesagt. Cutten wir kurz weg, bis wir bei R3 sind, Freunde. Bis gleich. Okay, legen wir los. Boah, Guardiola. Makulele geht. Ah, ZMs. Oh, Essien ist nice. Essien ist nice. Der ist sehr, sehr gut. Der Essien ist sehr, sehr stabil. Würde ich auf jeden Fall Essien mitnehmen. Makelele geht. Gattiola Krütze. Essien sehr gut. Gute Ausbeute. Krasser Sechser. Ja, nur Sechser. Krass. So gesehen mit den Icons gewesen. Natürlich sehr, sehr nice. Wir schauen uns an, was noch gekommen ist. Es ist noch eine gute Wendell SBC gekommen. Schauen wir uns natürlich an, ob der gute Boy sich lohnt oder nicht. Ihr könnt gerne reinschreiben, macht ihr den Wendell, macht ihr ihn nicht. Ja, man zahlt 83er, 85er Team, ist jetzt nicht viel Coins.
Ja, man muss sich wirklich überlegen, braucht man den? Man schaut seine Attribute an, hoch, mittel ist okay, aber Sprintgeschwindigkeit 80 kannst du nicht spielen. Gratis, ja, wo der Pace über allem steht, kannst du 80 Sprintgeschwindigkeit nicht spielen. Das ist dann wahrscheinlich so eine reine Fun-Karte oder vielleicht musst du den als Innenverteidiger spielen. Selbst da ist Sprintgeschwindigkeit 80 sehr, sehr kritisch, meiner Meinung nach. Würde ich nicht empfehlen, den zu machen, sage ich euch, wie es ist. Ich hoffe, dass heute Abend vielleicht Icon Moments SBCs kommen. Ja, wie gesagt, ein Schweinsteiger mit dem WM-Pokal wäre sehr, sehr nice. Wenn die gute Icons bringen, würde ich auch diese 81 Plus Packs ohne Ende ballern, weil man muss sagen, die High Rated sind so teuer mittlerweile. Die 81 Plus, wahrscheinlich macht ihr mit denen Gewinn, wenn ihr die auf Dauer nutzt oder sehr, sehr viele Spam. Wenn ihr die natürlich macht, könnt ihr die auch gerne heute Abend bei mir im Stream öffnen, Freunde. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich werde wahrscheinlich nach dem DFB-Pokalspiel live sein. Da könnt ihr gerne vorbeikommen, wer Bock drauf hat. Man muss sagen, diese Icon-Packs, die ihr jetzt gesehen habt, wir haben 6 Stück aufgemacht. Ihr müsst euch überlegen, wir haben 8 Millionen Coins dafür bezahlt insgesamt, so gesehen, wenn man die alle zusammenrechnet. Einfach ein Pack kostet 1,3 Millionen. Das ist schon sehr, sehr viel Coins, muss man wirklich sagen. Klar hat sich das für den einen oder anderen gelohnt, aber auch ein paar haben richtig in die Tonne gegriffen. Deswegen, man zahlt hier schon sehr, sehr viel, wenn man nicht viel Untausch spart. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich das bei mir mache, weil ihr wisst, ich brauche eh eigentlich so nur Moment-Icons. Und wenn ich dann Prime-Icons ziehe, ja, selbst wenn das, klar, wenn das ein R9 oder Pelé, Eusebio so Hullet wäre, die würde man natürlich zocken, aber 90-95% würde ich halt nicht spielen. Ihr könnt mal reinschreiben, würdet ihr das Pack an meiner Stelle machen? Hashtag Pack in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ja, das muss er eigentlich mitnehmen. Die gönnen bestimmt, ist eigentlich gute Chance halt, 1 von 3 einen guten zu ziehen. Dann viele fragen sich bestimmt auch, wie kann man aktuell gut traden? Ich würde euch, wie gesagt, aktuell Gold Non-Bear und Gold seltene Methode empfehlen. Also das scheppert so gut, ich würde das euch wirklich empfehlen zu machen. Wir gehen mal auf den Transfermarkt. Also wie gesagt, die Gold Non-Bears, er bietet die einfach für 500. Verkauft ihr so für 800, also ich glaube, die sollten für 800 gehen. Und die seltenen kauft ihr für 650, also 800 könnt ihr sogar mittlerweile noch teurer, glaube ich, verkaufen. Und dann bietet ihr 850, okay, gehen vielleicht sogar für 900 die Non-Wears. Generell Gold, ihr seht das, okay, 800 kriegt ihr die weg. Und dann bietet ihr auf jeden 500, 600 so, stellt die alle für 800 rein. Umso besser die Liga, umso mehr bekommt ihr natürlich. Dasselbe könnt ihr mit den Seltenen machen, wie gesagt. Ich zeige euch die Methode, ich habe die gestern schon ausführlich gezeigt. Schaut euch gerne das Video von gestern nochmal an, wenn ihr die Methode ausführlich haben wollt. Aber wie gesagt, auch die Seltenen hier könnt ihr für 6,50 abbiegen. Ihr seht, da sind jetzt nicht so viele Gebote drauf und ihr kriegt die wirklich alle für 950 nach einer Stunde weg. So, sogar, okay, die sind sogar auch gestiegen. Also wir sehen, sind die sogar auf 1k mittlerweile hoch. Also ihr seht, die sind auf 1k hoch, 1,1. Und ihr könnt die problemlos für 700 erbieten. Ne? Also 1k kriegt ihr die sofort weg, besser gesagt nach einer Stunde. Das ist, glaube ich, auch Anzeige-Bug. Also für 950 kriegt ihr die 100%ig weg. Ja, ihr seht das, 1 Minute gibt es hier ein paar. Stellt die für 950 rein, dann seid ihr die sofort los. Erbietet die für 650, 700. Das sind ja 300 Münze pro Karte. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wir können ja mal kurz beobachten, ob die, ja, die werden gekauft für 950. Also wie gesagt, bietet auf jeden 650. Verkauft für 950, sind 260 Coins pro Karte. Macht ihr das mit 4 Karten ab den 1000er? Ja, könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn ihr das den ganzen Tag macht, wie viel Coins ihr da machen könnt. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, das wäre es auch so gesehen mit dem Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage mal eben von.